Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren gespendeten Mega-Opening. Die heutige Sendung kommt vom lieben Felix und so wie es aussieht, müssen wir uns heute nicht mit einem Community-Beitrag als Dankeschön begnügen. Wow, Leute, das nenne ich mal eine Ansage. Wir haben wieder Hüllen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Packungen Hüllen. 13 Packungen Sleeves. Ja, das ist wohl Felix Markenzeichen. Wirklich mega nice. Wieder 15 Packungen. Da kann ich wieder richtig, richtig schön weiter sleeven. Richtig geil. Die legen wir uns auf jeden Fall mal zur Seite. Und es ist, schau mal, wie schön fein säuberlich das sortiert ist. Dann haben wir hier zwei Packungen mit offensichtlich Holos. Und noch mehr. Und noch mehr. Es ist wie in der Goldgrube. So. Und hier haben wir, okay, hier haben wir die ganzen Cummins und Rares. Ich würde mal sagen, die Cummins und Rares, die machen wir am Ende als Speed-Up. Vielleicht sage ich auch noch zu einem oder anderen was. Ich glaube, das sind vom neuen Duelist-Pack Magical Heroes auch Karten bei. Vielleicht sage ich da was dazu. Ansonsten machen wir ein Speed-Up und ich würde sagen, ja, ich räume mal hier kurz alles beiseite und dann legen wir los. So, dann fangen wir auch gleich mit den beiden Holo-Packs an, ja, damit die ganzen armen Seelen unter euch, die Cummins gar nicht ertragen können, von ihrem Leid erlöst werden. Die Cummins machen wir dann dementsprechend zum Schluss. Ich bin da mal gespannt. So, wir haben Crusadia Magius, Verbotsschlange, cool. dann haben wir Silent Graveyard aus Duelist Devastator. Sehr schön, sehr schön. Weitere Duelist Devastator Karten, da mangelt es mir natürlich auch noch. Dann haben wir Fortune Fairy Who aus BLHR. Dann Kampfwespe Tinbow, der Angreifer. Oh, sehr schön. Mega nice, das ist doch mal ein Highlight, oder? Drachenfeuerfluch, mega cool. Eigentlich traurig, dass die so wenig wert ist. Ich glaube, die geht 30 Cent oder so. Das ist eine richtige Ultra-Rare aus einem, naja, es ist kein Duelist-Pack, es ist halt so ein Nebenset, das eigentlich aufgebaut ist wie so ein Legendary Duelist oder eben Duelist-Pack. Und dementsprechend sind alle Holos, die da rauskommen, auch echte Holos, ne? die man echt sieht. Das gilt speziell für die Super-Rares. Und das ist einfach mega nice. Drachenfeuerfluch, Nier Min, das ist natürlich ein absolutes Highlight, den legen wir uns natürlich raus. Dann haben wir den Deckverwüstungsvirus aus der Legendary Collection, der ist auch cool. Oh, das ist auch ein Highlight, das ist halt ein persönliches Highlight, die Karte ist jetzt natürlich nichts von Wert für alle, die jetzt denken, wow, habe ich was verpasst? Nein, habt ihr nicht. Aber Dunkle Kavallerie, das ist ja im Prinzip auch so eine Art geierzorniger Ritter-Verschnitt. Aber ich muss sagen, das Artwork ist so Bombe, das ist unglaublich. Ja, Fusion aus Gaia und dem dunklen Magier eigentlich, also rein optisch gesehen. Mega, mega schön die Karte, die lege ich mir auf jeden Fall mal raus. Das ist für mich auch ein Highlight. Das ist Duell Drachen Spielmarke, die ist leider in einer matten Hülle, da sieht man den Effekt nicht so schön. Das ist tatsächlich auch das erste Exemplar der Karte, das ich habe, aus dem OTS Tournament Pack 11. Sehr, sehr schön. Finde ich übrigens cool, dass sie jetzt in diesen OTS Tournament Packs auch Spielmarken reinhauen. Und das Artwork ist natürlich auch mega, mega cool. Sowas würde ich mir halt auch mal für Fallen oder Zauberkarten wünschen. Wirklich sehr, sehr schön, mein erstes Exemplar. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir Lüsterpendel, der Drachobezwinger in Gold Rare. Vektorpendel, der Drachoberherr, zweimal an der Stelle. Alter, what the fuck, was ist denn mit der Menschheit los? Jetzt bellen sogar schon die Nachbarskinder. Okay, haben auf jeden Fall Lila, lichtverpflichtete Zauberin. Haben wir ja auch aus Battles of Legends. Sehr, sehr cooler Reprint gewesen für viele bestimmt. Hier nochmal. Ich glaube, die kam damals aus Light of Destruction. Dann haben wir Garoth, lichtverpflichteter Krieger, ebenfalls aus BLRR. Und hier, oh, Gaia-Säbel, der Blitzschatten. Ist tatsächlich einer meiner Lieblings-Gaia-Monster. Ja, sogar, ich habe ihn sogar lieber als den alten aus LOB. Ich finde ihn einfach schöner. Ja, verteufelt mich, ihr ganzen Oldschool-Fetischisten, von dem ich eigentlich selber einer bin, aber nein, es ist halt wirklich ein wunderschönes Artwork, ja. Erstmal diese komplett zweidimensionale Ansicht, so von der Seite quasi, und dann
Und dieses Farbspiel vom Hintergrund mit dem Monster, das ist einfach optimal. Es gibt keinen schöneren Gaia als den, meiner Meinung nach. Das ist für mich auch ein Highlight. Dann haben wir Bryonek, Drache der Eisbarriere aus Duelist Devastator. Auch das ist eine sehr schöne Karte, die man gerne rauslegen kann. Dann haben wir den Sternenstaub-Funkendrache. Ja, der war damals relativ viel wert aus High Speed Riders. Ein Super Rare hat jetzt tatsächlich einen Reprint bekommen. Auch sehr schön, den will ich mir auch mal rauslegen. Dann haben wir den Zinnoberfarbenen Drachenmech. War eine Secret Rare aus einem der letzten Hauptsets. Hatte keinen Reprint, das ist ihr erster. Was nichts daran ändert, dass die Karte nur 2 Cent geht. Dann haben wir den schwarzen Rosendrachen. Ja gut, der hat jetzt glaube ich schon so viele Ultra-Rare-Prints hinter sich. Also der braucht eigentlich keine mehr. Ein bisschen unverständlich für mich, warum der jetzt schon wieder rausgehauen wurde. Dann haben wir Metaphysische Horus. Den gab es auch schon in Ultra und in Ultimate Rare aus Secrets of Eternity. Und oh, Nahablicht Drohdrachen Erzunterwäldler, auch cool. Kam aus Dimension of Chaos. Das ist eine mega coole Karte, die will ich mir auch mal rauslegen. Oh, schau dir das mal an, ist doch ein Fest, oder? Einfach genial, einfach genial. Jetzt schauen wir mal, was in dem zweiten Päckchen drin ist, bevor wir dann letztendlich zum Speeder kommen. So, alles in weißen Hüllen, außer eine. Da haben wir nochmal einen Gaia. Lord Gaia, zorniger Ritter. Ja, den fand ich persönlich jetzt eigentlich nie so wirklich prickelnd aus dem Moviepack. Ich weiß nicht, ich finde das Design irgendwie seltsam. Der ist wieder sehr cool. Gaia Dragon, the Thunder Charger. Sehr, sehr cool. Gleiches Playset. Und wow, geil, guckt euch das mal an. Mega! Aus dem Structure Deck, glaube ich. Alter Vater, wir haben 3 Stück von denen. Oh Leute, die muss ich mir mal kurz angucken. Diese Karte ist, also sie ist an und für sich nicht selten, sie ist auch nicht wertvoll, aber in Nirmint kriegt man die halt wirklich. Also wenn man sie nicht also ganz speziell rankauft, sondern halt darauf hofft, dass sie aus Sammlungen rausspringen oder so, da kriegt man sie wirklich, wenn man sie bekommt, nur absolut ramponiert und die ist halt wirklich in Nirmint. Mega, mega schön, mega geil, Leute. Schaut euch das mal an, das ist ja der Wahnsinn. Und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, boah, was freut sich der so über die über diesen Garbage. Für mich ist das mega cool. Für mich ist das einfach mega, mega nice. Schaut euch das mal an, Leute. Und das ist tatsächlich auch ein absolut gelungenes Design von Gaia. Sehr cool. Gebt euch mal das Artwork, das wird gerne unterschätzt, ne? Sauschöne Karte. Wahnsinn, gleich als Playset. Mega nice. Also wirklich, ich habe von der zwar ziemlich viele in Nirmint, locker so 13, 14 Stück, aber es hat 7 Jahre gedauert, bis ich die zusammenbekommen habe. Krass, einfach mal 3 mehr. Mega geil. Dann, auch sehr schön, aus dem Millennium Pack, den himmelsgaloppierenden Gaia, der Drachen-Champion. Oder Drachenmeister. Das ist, okay, den haben wir hier auch 3-mal, also das Playset, auch mega cool. Und das ist tatsächlich eine richtige Super-Rare, Leute, eine richtige Super-Rare aus dem Millennium Pack. Passend zum Drachenfeuerfluch, den legen wir uns natürlich auch raus. Mega, mega schön. Dann haben wir den anstürmenden Gaia, zorniger Ritter. Das ist eigentlich eine Karte aus Dimension of Chaos. Wir haben jetzt hier ein, drei. Okay, gehen wir mal davon aus, dass hier alles das Blazer drin ist. anstürmender Gaia, zorniger Ritter haben wir hier 3-mal aus dem Megapack 2016, ursprünglich aus Dimension of Chaos. Das war auch einer der Gründe, warum ich das Opening nicht hochgeladen habe, weil ich habe alle Karten doppelt gezogen aus beiden Sets quasi und da war er auch 2-mal mit dabei. Ist aber auch ein sehr, sehr schöner Gaia, muss ich sagen, auch wenn ich mich ursprünglich mit dem Hintergrund nicht ganz anfreunden konnte. Der war etwas zu farbenfroh für Gaia, beziehungsweise beinhaltet er halt die meisten Farben, die das Monster auch hat und das ist halt ein bisschen hinderlich, aber er sieht ganz gut aus. Er sieht ganz gut aus, den können wir uns auch rauslegen. Ja, Julian legt wieder alles raus. Alles Highlights, ich weiß. So, dann, oha, sogar Cummins, Gaia, der Polarritter aus Duelist Alliance. Und ja, wie ich gedacht habe, alles als Playset. Gaia, der Mitternachtssonnenritter. Und dann haben wir wahrscheinlich ebenfalls als Playset Buster Klingenkämpfer, der Zerstörungs... Nein, haben wir nicht. Also, Buster Klingenkämpfer, der Zerstörungsschwertmeister aus dem Megapack 2016. Und wow! Alter, den habe ich schon durchschimmern sehen, ne? Aber der ist ja sogar First. Alter, wie geil ist das denn aus Code of the Duelist? Gaia Säbel der Blitzschatten. In Secret Rare, Leute. Mega. Schaut euch das mal an. Das Artwork, Alter. Das Secret passt einfach so perfekt zur Karte. Das ist unglaublich schön. Schade, dass diese Karte auch nur 20 Cent oder so geht. Ich habe mir meinen ersten damals tatsächlich rangetradet und da ging nur noch 7 Euro oder so. Mega, mega. Also, er ist genauso schön, wie er im Wert gefallen ist, leider. Sehr, sehr schade, aber wow. Mega cool. So, dann haben wir einen Sternenstaub-Funkendrachen wieder. Ah, den werden wir jetzt wahrscheinlich wieder das Playset haben. Okay.
Ja, zwei Playsets. Zwei Playsets, Sternenstaub, Funkendrachen. Auch gut, auch gut. So, Freunde, jetzt kommen wir zu den ganzen Rares und Commons. Das heißt, alle, die sich dafür nicht interessieren, dürfen jetzt gerne abschalten. Und wir machen das Ganze als Speed-Up. Vielleicht lege ich mir beim Durchgucken mal die eine oder andere Karte raus, wo wir dann nach dem Speed-Up nochmal vielleicht über das Artwork sprechen wollen. Und ja, ich denke mal, das wird schon mal einer von denen sein. Mega cool. Also, auf geht's! Ja, ich habe mir jetzt dann doch noch ein paar einzelne Karten rausgesucht, über dessen Artwork ich sprechen möchte. Nur ganz kurz, wird wirklich ein schneller Überflug, ich gehe nicht allzu genau drauf ein. Die erste Karte wäre auf halbem Weg in die Ewigkeit, ist einfach eine sehr, sehr schöne Common. Guckt euch mal das Artwork an. Es ist einfach das, was ich von einer Fallen- oder Zauberkarte eigentlich erwarte, nämlich dass ein Gegenstand, in diesem Fall dieses Siegel oder dieser Millenniumsgegenstand in Anführungszeichen, was eigentlich keiner ist, der da eben im Mittelpunkt steht und der zum Beispiel, wenn es jetzt sich um eine holographische Karte handeln würde, würde auch holographisch schimmern. Das heißt, der Rest wäre Kammern und vielleicht dieses Gläserne da unten, vielleicht der mittlere Stern hier und dieser Gegenstand würde holographisch schillern. Zum Beispiel als Ultra Rare wäre das sehr, sehr schön. Vielleicht hätten sie den Hintergrund noch ein bisschen dunkler machen können, aber es ist einfach eine mega schöne Karte. Die ist wirklich saunice. Die ist wirklich saunice und jeder, der, wie bereits gesagt, nach Aussehen sammelt und nicht alles holographisch sein muss, für den ist das zum Beispiel eine gute Möglichkeit, seinen Ordner zu schmücken, denn seien wir mal ehrlich, häufig fungieren holographische Effekte auch einfach nur dazu, quasi Schadensbegrenzung zu, als Schadensbegrenzer zu dienen. Ja, wenn eine Karte zum Beispiel nicht besonders toll aussieht, dann kann man sie als Holo vielleicht noch ein bisschen besser ertragen als als Common und viele mögen Commons auch gar nicht, weil es halt nicht schillert. Ich persönlich sage, ein Artwork ist dann gut, wenn es auch ohne Holo-Effekt glänzt. So, eins dieser Artworks ist zum Beispiel auch dieses hier, Illusionsmagie. Illusionsmagie ist ein extrem schönes Artwork hier mit dem Dark Magician, so wie wir ihn kennen aus der alten Zeit, ne? Nämlich diese ganzen Neuauflagen des Dunklen Magiers, wo er immer irgendwie anders aussieht und noch moderner und der aus dem Moviepack war ja sowieso der komplette Reinfall. Ja, aber mega cool auch an der Stelle, sehr, sehr schön, auch mit dem grünen Streifen hier, mit diesem Lichtstrahl, es sieht einfach toll aus, es passt einfach zusammen. Dann kommen wir zu ein paar neueren Karten. Hier Eisenschrott Signal gehört natürlich zu einem etwas älteren Thema. Trotzdem eine saucoole Karte, die wirklich so morbide, alt und irgendwie kaputt. Natürlich kaputt ist ja wie gesagt Eisenschrott und man sieht auch, dass es kaputt ist. Aber ihr wisst schon, so richtig so abgewetzt aussieht, so alt einfach. Das, was ich so von Yu-Gi-Oh! Einfach erwarte. Nicht dieses moderne, glatt gebügelte Transformer-Zeug, sondern wirklich alt, verschlissen und mit Patina, wenn man so möchte. Ist auch ein bisschen schöner, finde ich, Geheimnisse der dunklen Magie. Das ist natürlich hier mit diesen Zacken, die kennen wir ja natürlich auch von der etwas älteren Ritual-Zauberkarte. Klar, da haben sie sich wieder so ein bisschen älterer Dinge, ich sag mal, bemächtigt, wenn man so möchte. Klar, supportet ja auch alte Sachen, aber trotzdem. Und natürlich das hier oben auch wunderschön, gefällt mir sehr, sehr gut. Da könnt ihr mir auch gut eine Holo draus vorstellen. Also so eine Super Rare oder so eine Ultra Rare natürlich, wo nicht alles glänzt. Vielleicht diese beiden Dinger hier unten und der Kreis in der Mitte. Würde schon reichen. Ich mag es viel lieber, wenn eine Karte partiell Holo ist und nicht komplett. Dann haben wir Dododo Zwerg, Gugugugu Handschuh. Und das ist tatsächlich eine der schönsten Karten des ganzen Themas. Ich muss sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Der Hintergrund ist sehr schlicht und ja, der sieht halt mal wirklich, wirklich nicht zu schlicht, nicht zu überladen und auch nicht langweilig aus. So wie diese meisten Gugugugu und Dododo Monster und wie sie ja alle heißen. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Karte in dieser Richtung. Darf es gerne weitergehen innerhalb des Themas, dann wird es vielleicht ein Augenschmaus im Laufe der Zeit. Also das ist wirklich, wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Karte. Und zu guter Letzt kommen wir zum Ordeis Wizard Dragon.
Dragon. Sehr, sehr cooler Drache. Erinnert eigentlich gar nicht so sehr an Odais auf den ersten Blick, aber wenn man dann genauer hinschaut, natürlich hier die Flügel und der Kopf, da merkt man natürlich schon, woher der Wind pfeift. Und das ist natürlich eine unglaublich schöne Karte. Als Holo würde ich die ehrlich gesagt nicht so gerne sehen. Ich finde, als Rare sieht sie tatsächlich am allerbesten aus. Und ja, von Rares dürfen wir uns jetzt ohnehin verabschieden. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. So, ich möchte mich auf jeden Fall bedanken für die wunderschönen Karten an der Stelle und mal wieder für die vielen, vielen Sleeves, die ich hier bekommen habe. 13 Packen an der Zahl, mega cool. Da habe ich jetzt erstmal wieder was zu tun. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge oder zu einem weiteren gespendeten Opening, sagen wir es mal so. Und bis dahin, Leute, macht's gut und haltet die Ohren steif.